Unser nächster Bossgegner ist die Dunkelbestie Pal. Er ist eigentlich ein optionaler Gegner, befindet sich aber auch im unsichtbaren Dorf Yahagul kurz vor den Wiedergeborenen. Masterplan. Hab ich nicht. Das Einzige, was ihr hier wirklich machen könnt, ist großräumig ausweichen, weil die Arena eigentlich groß genug dafür ist, sollte man meinen. Ihr solltet auf jeden Fall eine Rune anlegen, die den Blitzschaden reduziert. Wichtig ist grundsätzlich seinen Kopf zu treffen. Ihr könnt seine Beine angreifen, das hilft aber nicht so viel, als wenn ihr direkt seinen Kopf trefft. Irgendwann bricht er dann zusammen und ihr habt auch die Möglichkeit auf einen Eingeweideangriff. Wenn ihr nicht wie ich gerade so präzise daneben schlagt. Aber es ist präzise. Der hat schon eine gewisse Gefährlichkeit. Also das ist, den findet ihr, wenn ihr aus der Kathedrale rauskommt, wo die Laterne zur Yahagul-Kapelle ist. Da biegt ihr sofort nach den drei Jägern unten rechts ab und geht durch so eine Art Tunnelgang. Da kommt ihr unten zu einer Tür und könnt. Lauft dort durch die Gefängniszellen nach links und dann rechts auf einen felsigen Weg, wo ihr unten auf einen Vorsprung springen könnt. Und da befindet sich die Dunkelbestie Pal. Komm, jetzt hat er nicht mehr viel. Jetzt erstmal draufkommen. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Augenblick. Oh, der hält den Kopf aber auch grundsätzlich 18 Meter in die Höhe, ne? Blöd, Mann. Jetzt komm, komm. So, schön. Funkenjägerabzeichen gibt's hier. Jetzt könnt ihr auch das Blitzpapier erwerben. Hier die Laterne anzünden und hier vorne ist ein Tor. Wenn ihr dies öffnet, könnt ihr nach Alt-Janam zurückkehren, in den Bereich, wo Vikarin Amelia war. Dort könnt ihr so schön die Werwölfe farmen. Genau, da kommt ihr direkt dahin zurück. Und von hier aus könnt ihr dann direkt wieder in den Traum des Jägers zurück und euch um den Wiedergeborenen kümmern, bei dem wir uns dann auch wieder hören.